So, liebe Freunde, heute mal wieder ein neues Motiv. Ja, das kommt dann irgendwie mal so aufs T-Shirt. Transparente Folie. Jetzt klebe ich gerade den Kleber drauf. Forever Leather Dark No Cut Papier. Und zeige euch gleich mal das Ergebnis. Ja, wir müssen das auf der Presse platzieren. Jetzt ist gerade eins fertig, zeige ich euch mal. 150 Grad, 120 Sekunden gepresst. Leicht abziehen, den Kleber von der transparenten Folie, vom Motiv, das macht man sehr langsam, damit auch der Kleber an der Farbe hängen bleibt. So. Und jetzt haben wir auf dem Motiv, auf der matten Seite, den Kleber aufgebracht. Ja, jetzt muss ich das bloß nochmal grob ausschneiden und dann kann ich es auf Textil platzieren und aufpressen. Und auf der Klebefolie, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen, wenn ich so ein bisschen drehe, ja, ist der Kleber genau da, wo das Motiv ist, ja, wo die Farbe war, da ist jetzt der Kleber draufgekommen. Das schmeiße ich weg. Und wie gesagt, das schneide ich jetzt nochmal grob aus, platziere das auf Sextil, presse das noch einmal, nur 30 Sekunden diesmal. Und das Ergebnis zeige ich euch nachher.